Man sieht sofort, was man mitgestaltet. Man lernt, Probleme praktisch zu lösen. Und es macht einfach Spaß. Warum muss Laden von Elektrofahrzeugen kompliziert, unzuverlässig und teuer sein? Kann es nicht so einfach sein wie tanken? Um ein System zu entwickeln, das genau das möglich macht, haben wir Eliki gegründet. Es verbindet Ladepunkte anbieterübergreifend, offen und direkt buchbar. Gemeinsam mit der Hochschule Karlsruhe und DATIX zeigen wir euch, wie wir die Idee in die Praxis umgesetzt haben. Ebenfalls verraten wir euch, wie ihr im Studium Teil dieser Entwicklung werden könnt. Alles beginnt mit der Bohrung einer Ladesäule direkt in unserer Weboberfläche. Über unser Core-System kann der Betreiber, der sogenannte CBO, Ladezeiten freigeben und Nutzer können diese direkt buchen. Während der Truck unterwegs ist, bleibt der Ladeplatz für ihn reserviert. Bei der Ankunft bestätigt der Fahrer nur noch seine Anwesenheit. Der Fahrer authentifiziert sich über Eliki und entsperrt die Ladestation. Nach Verbindung mit der Ladesäule startet der Ladevorgang automatisch. Alle relevanten Daten sind jederzeit sichtbar. Nachdem die gewünschte Ladeleistung abgerufen wurde, beendet der Fahrer den Vorgang und bekommt unmittelbar die Transaktionsdaten übermittelt. Die zentrale Herausforderung bestand in der Entwicklung eines neuartigen Protokolls, das die Buchungsfunktion technisch möglich macht. Das Ergebnis: die Ansteuerung der Ladestation über Eliki, ganz ohne RFID-Karte oder zusätzliche Authentifizierung. Als Eliki auf uns zukam, war mir sofort klar, dass wir mit dieser Idee die Elektromobilität neu gestalten und anschieben können. Hier an der Hochschule Karlsruhe verbinden wir angewandte Forschung mit praxisnaher Technologieentwicklung. Gemeinsam mit Partnern wie Eliki können wir unseren Studierenden spannende Projektarbeiten und Bachelorarbeiten anbieten. Da lernen die Studierenden, unsere angehenden Ingenieure und Ingenieurinnen, kreative Denk- und Arbeitsweisen und sind so perfekt auf ihr Berufsleben vorbereitet. Wir sind gerade im Laborraum und wir haben es geschafft, eine normale Wallbox wie diese hier buchbar zu machen. Alejandro und ich haben wir zusammen vor dem Projekt gearbeitet. Wir haben den Solartruck benutzt, um das System Buchbarkeit zu testen. Wir haben uns hauptsächlich für die Verbindung der Wallbox mit der Webinterface engagiert. Und dafür mussten wir in Java programmieren. Ich habe eine Java-Anwendung erstellt, das sich an die API meinen Kollegen koppelt und es der Benutzer erlaubt, die Ladesäule von Ferne zu buchen und zu steuern. Das ist alles möglich durch die Webseite, die ich erstellt habe. Und am Ende wird auch eine Zusammenfassung der Ladezeit und der benutzten Kilowatt pro Stunde erzeugt. Mich begeistert, wie wir gemeinsam mit Studierenden eine Idee zu einer Lösung entwickeln, die funktioniert. Studierende sind dabei nicht nur Zuschauer, sondern Teil echter Innovation. Wenn auch du Teil solcher Entwicklung werden möchtest, brauchst du nicht warten, bis dein Studium vorbei ist. An der HKA kannst du schon während des Studiums Theorie in praktische Projekte übertragen. Und du kannst spannende Projekte in der E-Mobilität mit Startups wie Eliki umsetzen.